Hallo liebe SCP-07-Fans und willkommen zu einer neuen Ausgabe von Mach Dein Ding. Da ich ja beim letzten Mal das Glück hatte, gegen unseren Titan Vasi zu gewinnen, habe ich jetzt die Ehre, heute zu moderieren und ich habe mir zwei spezielle Gäste ausgesucht. Dürft euch gerne einmal selber vorstellen. Hi, ich bin der Klaus und ich hau meinen Gegner heute raus. Ja, war nicht schlecht. Ich wusste gar nicht, dass du mit Sprich machen darf. Ja, so da muss ich mir an überlegen. Das ist mir gar nicht eingefallen. Ich habe nichts vorbereitet. Ich brauche keine Sprüche, das haue ich den auch so weg. Ich bin der Loro Jans. Schön. Ja. Wir spielen heute eine Runde Wer bin ich? Ihr schreibt gleich in der ersten Runde jeder einen Sportler auf eure Karte. Einen relativ bekannten Sportler. Und Brüggemeier geht nicht an, ne? Würde auch gehen. Okay. Ist aber ein bisschen einfach vielleicht, ne, aus der Mannschaft. Und der kriegt dann euer Gegner an den Kopf geklebt. Und dann schnickt ihr aus, wer als erster die Frage stellen darf. Und die Fragen müssen halt so gestellt werden, dass sie mit Ja oder Nein beantwortet werden können. Wenn dann du zum Beispiel fragst und er sagt Ja, hast du eine neue Frage? Sagt er Nein, hat er das Recht zu fragen. Verstanden soweit? Okay. Ja. Wir spielen das erstmal zwei Runden. Wenn einer nach zwei Runden gewonnen hat, ist das Spiel vorbei. Sonst gibt es noch eine dritte Runde. Alles klar. Gut. Alles klar, dann schreiben wir mal ihre Namen auf. Verstehe. Gib mir mal, ich mach das mal. Mach mal einmal die Augen zu, dass du nicht durchkommen kannst. Das ist durchsichtig. Ja. Hast du gesehen? Nein. Ja, wie er aussieht. Du musst es weit genug nach oben hängen, denn das. Deine Augen sind fast versperrt. Ja, ich sehe dich noch, ist okay. Okay, alles klar. Dann könnt ihr einfach schnicken. Achso, ja, okay. Also fängst du an? Ja. Wie du möchtest. Okay. Bin ich ein Fußballspieler? Nein. Bin ich eine männliche Person? Ja. Spiele ich aktuell gerade noch oder übe ich aktuell noch einen Sport aus? Oder? Ja. Ist der Sport Fußball? Nein. Bin ich eine männliche Person? Ja. Spiele ich Tennis? Ja. Bin ich ein Schweizer? Ja. Bin ich Roger Federer? Ja. Ja. Okay. Ey, den Namen wollte ich auch nehmen. Ja, ich hab das direkt gedacht. Ey, hätte ich den auch aufgeschrieben, das wäre geil gewesen. Hätten wir mal den gleichen gehabt. Ja. Also, normale für dich. Jetzt geht es darum, eine normale Person. Genau, also eine bekannte normale Person. Ja, bekannt. Aber nicht aus dem Sportbereich. Ja. Ah, Klaus ist gut, ne? Da muss ich den etwas fördern. Habe ich gerade gesehen, wie gut ich bin. Oh, der ist auch nicht schlecht. Der gefällt mir auch richtig gut. So, dann wieder einmal schnicken, bitte. So, ey, was machst du denn? Ich kann mich nicht konzentrieren, wenn ich den Namen sehe. Ich bin auch schon für ein krasser Name. Oh ja, krass, ne? So krass, okay, fangen wir mal an. Bin ich eine männliche Person? Ja. Bin ich Schauspieler? Nein. Okay, bin ich eine männliche Person? Ja. Bin ich öfter im Fernsehen zu sehen? Ja. 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 Bin ich in Shows zu sehen? Ja. Ja, doch letztens doch mal, schon, ne? Ja. 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 Kann mal vorkommen. Du bist eine Show vor allem. Ja. Du bist eine Show? Ja, nee, ja, du bist eine Show zu sehen auch, ab und zu. Aber nicht hauptberuflich jetzt, ja, sagen wir. Ja, okay. Müssen nur Nein oder Ja sagen. Ja, okay, aber. Lothar Matthäus. Nein. Wäre da immer auch eine Show gewesen. Aber wir haben noch gesagt, ohne Sport. Ah, stimmt, sorry. Okay. Bin ich verheiratet? Ja.
Also ich glaube schon, ja. Ich glaube schon. Habe ich Kinder? Ich glaube auch, ja. Bin ich Politiker? Nein. Oh, danke. Die Namen werden mir auch nicht eingefallen. Bin ich verheiratet? Ich glaube schon noch, ne? Ja. Nicht geschieden, ja. Ja. Boah, ist schon schwer, jetzt soll ich zu fangen. Lebe ich in Deutschland? Nein. Lebe ich in Deutschland? Ja. Bin ich ein Moderator? Ich sag mal ja. Okay, ich bin ein Moderator. Bin ich Oliver Pocher? Nein. Das ist eine super, ne? No. Steilvorlage. Für mich? Oliver Pocher. Ich weiß ja jetzt, dass ein Sänger ist. Ah ja, ja. Er denkt, er ist ein Sänger. Er denkt, er ist ein Sänger. Er ist Sänger. Er hat schon ein, zwei bekannte Lieder. Nein, er ist Sänger, ja. Andere Leute sehen das vielleicht etwas anders, aber... Ja. Dann bin ich doch falsch. Nein, er ist ein Sänger. Mal, er ist frag mal. Ja, du kannst auch antworten, wenn du willst, ne? Ja, tut mir leid, ich bin so richtig drin. War er mit Sarah Connor zusammen? Nein, nicht, dass ich wüsste, ne? Könnte sein. Nein, nein, ist er nicht. Aber ist so alt wie... So, jetzt mal. Er ist... Ach so. Bin ich ein TV-Moderator? Also ein, mach ich so Nachrichten? Nein. Nein. Ist es dieser Wendler? Okay. Ist der Sänger? Wusste ich gar nicht. Ja, siehst du, deshalb sag ich hier. Keine Ahnung. Oh nein, ich schwöre, den wollte ich auch nehmen. Ja, ich bin ehrlich. Okay, das ist super. Jetzt haben wir so unentschieden und jetzt können wir nochmal, würde ich sagen, machen wir nochmal Sportler, oder? Das nochmal Sportler? Ja. Lief auf jeden Fall ein bisschen besser eben. Ne? Ja, geht ja, schneller natürlich. Jawohl, kannst du gerne haben. Also nochmal. Ah ja. Boah, ein letztes Mal. Sorry, Klaus, komm, ich überlass dir den Vortritt. Doch, komm, ey. Ich habe jetzt dreimal gewonnen, jetzt lass ich dich. Komm, komm. Bin ich ein Mann? Ja. Spiele ich Basketball? Nein. Bin ich ein Mann? Ja. Hab ich oder spiele ich in der NBA? Ja. Bin ich ein aktiver Sportler? Ja. Aber ich spiele nicht mehr schlecht. Ah, okay, sorry, nein. Spiele ich noch aktiv? Nein. Das ist eine gute Frage. Gute Frage, gute nein. Frage. Hab ich bei den Lakers gespielt? Ja. Bin ich, Kobe Bryant? Nein. Habe ich für die Nationalmannschaft meines Landes gespielt? Ja. Bin ich schon mal Weltmeister geworden? Ja. Bin ich französischer Staatsbürger? Nein. Aber, ah doch, ich, will jetzt auch nicht ich weiß es. Ja, jetzt weiß ich es. Ich bin Shaquille O'Neal. Ja. Warte ganz kurz, hast du Ronaldinho? Nein. Okay. Aber ich habe einen, der spielt so wie du. Deshalb habe ich der kriegt genauso viele gelbe Karten wie du. Deshalb habe ich die Dinge. Genauso viele gelbe Karten wie ich? Ja, auch so ein richtiger. Italiener. Cartuso. Genau, Klaus. Zu spät. Zu spät. Ja. Okay, also hat Rolo gewonnen. Ne? Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Ja, danke. Oh, gut gespielt. Das war knapp. So, das war's mit meiner Folge Mach dein Ding. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Nachdem der Wendler ja Laurent fast noch einen Strich durch die Rechnung gemacht hat, hat er es noch geschafft zu gewinnen. Herzlichen Glückwunsch. Du hast jetzt die Ehre, die nächste Show zu machen. Ich freue mich schon drauf. Ja, ich auch. Und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst ein Like da, teilt es und bis zum nächsten Mal.